Es gibt für uns als Mitglieder des Europäischen Rates keinen Zweifel daran, dass es massive Regelverstöße bei den Wahlen gegeben hat. Die Wahlen waren weder fair noch frei. Und deshalb kann man die Ergebnisse dieser Wahlen auch nicht anerkennen. Und wir haben heute in einer gemeinsamen Botschaft der Mitgliedstaaten sehr klar gesagt, wir verurteilen die brutale Gewalt gegen Menschen, genauso wie die Inhaftierung und Gewaltanwendung gegen Tausende von Weißrussen. Wir fordern das Regime oder die Regierung von Herrn Lukaschenko auf, die Gewaltanwendung zu unterlassen. Meinungsfreiheit muss garantiert sein, das Recht auf Demonstrationen ebenso. Und unsere Forderung geht auch in Richtung von unabhängigen Medien, über die sich die Menschen informieren können müssen. Alle Gefangenen müssen freigelassen werden, und zwar bedingungslos.